Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mich filmt gerade die Canon PowerShot V10, die neue Vlogging-Kamera aus dem Hause Canon. Ja, Vlogging-Kameras. Wofür braucht man eigentlich solche Spezialkameras? Ja, ich stelle mir darunter so genau dieses Setting wie hier gerade vor. Kamera schnell aus der Tasche genommen, ein, maximal zwei Knöpfe gedrückt, Kamera am langen Arm und dann genau solche Aufnahmen. Natürlich auch vielleicht ein bisschen B-Roll aufnehmen, aber im Grunde sollte es das sein. Hört sich einfach an, muss man aber auch ein bisschen drüber nachdenken bei einer Kameraentwicklung und ob Canon das Ganze gut durchdacht hat oder nicht oder ob man vielleicht doch besser sein Smartphone dafür nutzt, das seht ihr in diesem Video. Und wenn dich das interessiert, bleibt dran. Nach dem kurzen Intro geht's weiter. Zurück in meinem kleinen Dachstudio hier oben. Ich will euch heute die Canon PowerShot V10 einmal vorstellen, wie gerade von draußen schon einmal angekündigt, die neue oder die Einsteiger-Vlogging-Kamera aus dem Hause Canon. Und wo wir gerade beim Thema Canon sind, die wurde mir für dieses Review kostenlos und leihweise zur Verfügung gestellt, aber mir wurden keine Vorgaben gemacht, wie oder was ich darüber zu berichten habe. Deswegen subjektiv meine Meinung zu der Canon PowerShot V10. Und ja, ich habe sie jetzt schon zwei, dreimal in die Kamera gehalten. Ihr seht, das ist mal ja ein ganz anderes Format. Wenn man normalerweise an Kameras denkt, dann hat man hier sowas, ne, im Längsformat. Hier haben wir mal eine Hochkantkamera und das ist alles ein wenig optimierter für das Thema Vloggen, weil dafür genau ist diese Kamera gemacht und dann nicht nur Vloggen im eigentlichen Sinne, sondern auch Vlogging von Einsteigern. Da musste ich mich auch erstmal mit ja, so ein bisschen erden und mal Revue passieren lassen, welche Zielgruppe das denn überhaupt sein könnte. Aber hier haben wir natürlich genau die Leute, die eigentlich ja, Content produzieren wollen, vielleicht tolle Ideen haben, ob es jetzt ja, Luftballonkünstler, Köche oder was auch immer sind, Leute, die Musikinstrumente bauen oder was es da mittlerweile auch alles für Content Creator gibt, die nicht unbedingt ja, mit ihrem Smartphone filmen wollen, dann gucken, wie sie die Filme darunter kriegen mit den verschiedensten Formaten, sondern wirklich Thema, ich möchte die Kamera in der Hand nehmen, zwei, drei Tasten drücken, starten mit der Aufnahme, am besten der Ton auch schon gut aus der Kamera raus und dann das Ganze ein bisschen aufbereiten und veröffentlichen. Genau das hat sich Canon scheinbar zu Herzen genommen und dann diese Canon PowerShot V10 entwickelt. Wie gesagt, auch mit dem mutigen Ansatz, hier mal tatsächlich einen anderen Formfaktor zu wählen. Hochkant liegt deutlich besser in der Hand. Ich zeige euch das hier mal. Also wenn man die in der Hand hat und dann vloggen will, Display hoch. Das Ganze ist schon sehr angenehm vom Handling her. Da ist bei anderen, wenn man hier auch ein Handy mal in der Hand nimmt zum Vloggen, das ist dann schon immer so ein bisschen wackelig. Und da kann man natürlich ein Cage bei kaufen oder zukaufen. Nur, wie gesagt, die Zielgruppe, die ich da gerade so genannt habe und jetzt auch im Kopf habe, die ist vielleicht nicht so ganz affin mit solchen Sachen wie Small Rig und Cage und was auch immer kaufen. Die gehen in den Mediamarkt, in Saturn oder gucken bei Amazon ein bisschen rum und schauen nach Vlogging-Kameras und da ist das Ganze eventuell ein ganz heißer Kandidat und ich möchte euch das Ganze hier nochmal etwas näher bringen und vorstellen im Detail. Mal vom Gehäuse. Ja, wir haben einen 20 Megapixel Sensor, 1 Zoll. Ist natürlich nicht besonders viel. Wir haben eine fixe Linse mit einer Blende von 2,8. Hier vorne eine Taste, Play, Start und Stop. Rec, natürlich Aufnahme, Start und Stop. Mehr ist da nicht drin. Rückseite sehr aufgeräumt. Wir haben einen Start, einen Ausschalter. Wir haben die Play-Taste, hier eine kleine Wippe für vier Richtungen, die auch sehr aufgeräumt ist. Ein Verbindungsbutton, um das Ganze relativ schnell frei konfiguriert mit seinem Handy, mit seinem Smartphone oder Rechner zu verbinden und halt die Menütaste erwähnt schon. Display kann ich umklappen. Ich muss mich selber sehen beim Vloggen. Geht auch. Anschlüsse, HDMI,
Mikrofon, wenn ich dann irgendwann mal noch besseren Ton haben will, wie der mitgelieferte. Ich kann mir ein Lavalier-Mikrofon hier anschließen. Alles super. HDMI wird immer wichtiger. Ihr kennt das. Die Leute, Videokonferenz-Zeitalter, die müssen auch eine Kamera haben, die vielleicht mal ein etwas besseres Bild liefert an einem Rechner oder an einem Mischpult als die eingebaute Laptop-Kamera, um an einer Videokonferenz teilzunehmen. Dieser HDMI-Ausgang liefert auch wieder ein clear HDMI-Bild, was für solche Zwecke natürlich super ist. Und dann haben wir hier noch, hier auf der Seite noch einen USB-C-Anschluss. Der ist besonders wichtig, weil das die PowerShot V10, und das finde ich ein bisschen schade, ich bin da nicht so ein Fan von eingebauten Akkus. Auch hier wieder ein eingebautes Akku. Gibt es eigentlich nicht so einen großen Grund zu, weil wasserdicht ist die sowieso nicht. Könnte man auch wechselbar machen können. Jetzt aber hier per Powerbank aufladbar. Wenn der Akku mal leer sein sollte, nach einer Stunde Aufnahmezeit, ist das ungefähr der Fall. Hier unten noch, kommen wir auch noch gleich zu, Stativanschluss, wenn ihr hier irgendwo mal festmachen wollt. Micro-SD-Karte hier als Anschluss, auch praktisch. Zum Beispiel beim MacBook Pro, beim kleinen Micro-SD-Karte oder bei anderen Notebooks. Da ist man dann vielleicht mit einem Adapter auch immer schnell zur Stelle, um die Karte da rein zu platzieren. Ihr seht hier schon, hier gibt es noch ein eingebautes Stativ, da kann man sich die halt auch auf den Tisch stellen, wenn man sich die eventuell sieht man es vielleicht auch so besser. Wenn man sich die irgendwo hinstellen möchte, kann man die dann auf ein Stativ platzieren. Ihr seht, das Ganze ist super einfach irgendwo aufgebaut. Hier oben haben wir noch zwei Mikrofone, Stereo, um ja, vernünftigen Ton rauszukriegen. Ich fand den bei den Tests schon ganz ordentlich. Ja, jetzt mal ein kleiner Tontest bei ein wenig Wind mit den mitgelieferten Windpüscheln, Windschützen. Hört selber, ob das einigermaßen okay ist. Meine Stimme ist halt sowieso nicht die beste. So hört sich das Ganze an, wenn wir die Windpüschel montiert haben. Ja, und jetzt nochmal das Ganze ohne Windpüschel. Ich weiß nicht, ob man da jetzt einen großartigen Unterschied hört, aber zum Vergleich einfach nochmal mit und ohne Windpüschel. Gleich schließe ich euch die Kamera noch an meinen Rechner an und zeige euch mal die Menüs. Aber nochmal zu der technischen Ausstattung. Wie gesagt, die kann 4K mit 30 Bildern pro Sekunde maximal. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber fürs Vlogging, für sich selber filmen, für ein bisschen zu zeigen, welche Arbeit man gerade macht. Fürs Vlogging im eigentlichen Sinne ist das natürlich gerade für nicht spezialisierte Foto- und Videokanäle, sondern für Musikkanäle, Gitarrenlernkanäle oder was es da auch immer alles gibt, denke ich mal, vollkommen ausreichend. Das Ganze ist halt von Grunde auf simpel und leicht aufgebaut. Ich zeige euch das jetzt hier auch nochmal. Ich schließe hier mal eben HDMI an. Zack. Ja, Micro HDMI ist ja mein Freund. So, jetzt haben wir es angeschlossen. Ich schalte die mal ein, um euch die Menüs zu zeigen. Hier noch. So, ihr seht, da gibt es noch eine Warnmeldung, weil ja, ich habe die Kamera auf 4K 30 stehen. Die Kamera warnt, da könnte die irgendwann mal zwischendurch einfach ausgehen, weil sie zu heiß wird. Ich habe bei 28 Grad draußen gefilmt, mehrfach. Hatte da keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Aber die Warnmeldung der Kamera, die kommt halt trotzdem. So, wir haben hier relativ aufgeräumtes, aber altbekanntes Kennmenü. Und wir gehen da eben kurz durch. Dann habt ihr so ein bisschen einen Einblick über den Funktionsumfang, den die Kamera so mitbringt. Aufnahmemodus, ich habe hier relativ überschaubar, seht ihr, Autovideo, was für die meisten Zwecke auch tatsächlich reicht. Dann habt ihr hier Video mit glatter Haut, ja, wer es mag, der kann seine Haut schon glatt ziehen lassen von der Kamera, und dank DigiX Prozessor, den die auch verbaut hat, läuft das alles relativ gut und in Echtzeit. Von daher kann man das, wenn man das mag, auch aktivieren. Dann IS-Modus für Movies. Kommen wir gleich zum Stabi, weil es hier der Modus vorgibt. Die Kamera hat leider nur einen digitalen
internen Bildstabilisator, der auf normal oder erweitert geht, aber dann einen deutlichen Crop aufweist. Ich blende euch das gleich nochmal eben ein. Dann seht ihr, inwieweit dieser Crop-Modus das Bild bzw. den Ausschnitt verkleinert. Je nach Geschmack oder Szene, wenn man halt sich viel bewegt, kann das Sinn ergeben, den ein- oder auszuschalten. Dann haben wir hier noch die komplette manuelle Einstellung. Ihr seht, da kann ich halt Blende, Shutter Speed und ISO automatisch einstellen, eine Belichtungskorrektur vornehmen. Blende geht von 2,8 bis 8, ist halt ein bisschen begrenzt, und ich kann von 1/8 bis 1/4000 den Shutter Speed einstellen. Aber wir bleiben bei der 180 Grad Regel nach Möglichkeit natürlich, und da ist jetzt bei 4K30 natürlich die 1/60 angesagt, und die anderen Werte müssen wir schauen, wie wir damit hinkommen. So, ich schalte hier nochmal zurück auf Auto-Video. Dann haben wir hier die Movie-Video-Aufnahmegröße. Ich kann hier halt bestimmen, wie gerade gesagt, ich arbeite hier auf 4K30 Bilder. Ich kann aber auch sagen, ich arbeite mit Light-IPB oder in Full HD mit 24 Bilder oder 30. Ich habe hier die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Da müsst ihr selber entscheiden, was euch gefällt. Aber ich denke mal, 4K30, da sollte man heute schon mal unterwegs sein. Ich habe hier 4K24. Ich habe die Kamera auf NTSC stehen, sonst wäre das Ganze 25. So, da gehen wir mal raus. Tonaufnahme kann ich selber pegeln, wenn ich will. Wie gesagt, ich kann mir ein Lavalier-Mikrofon anschließen. Dann kann ich hier den Pegel noch mal ein bisschen einstellen und beeinflussen. Windfilter kommen wir gleich noch zu, weil wir ja hier auch die Advanced-Version der Kamera zur Verfügung haben. Dann ISO-Empfindlichkeitseinstellungen. Ich kann sagen, wie meine maximale Toleranz gegenüber Rauschen ist. Und standardmäßig sind die Werte hier bei ISO 6400 beziehungsweise bei 4K bei 3200. Bei höherer Auflösung fällt das Rauschen schon mal schneller auf, und von daher durchaus sinnvoll, da die ISO etwas weiter unten zu begrenzen. Kommen wir mal auf den Reiter 2. Dann haben wir hier die Langzeitautomatik. Ist ein bisschen sperrig und erschließt sich eigentlich sofort. Aber hier kann man der Kamera sagen, dass sie gerne mal den Shutter Speed ein bisschen, die einzelnen Frames länger belichten darf, um hellere Movies in dunklen aufnehmen zu können. Ihr kennt das, dann gibt es so einen Stroboskop-Effekt, mehr oder weniger. Da nimmt man nachher mit 15 Bildern die Sekunde auf oder noch weniger, damit die einzelnen Bilder entsprechend lange belichtet werden können. Wer es mag, die bessere Alternative ist wahrscheinlich eine Videolampe mitzunehmen. Wer darauf angewiesen ist, kann sich da aber je nach Geschmack dann die Langzeitautomatik entsprechend einstellen. ND-Filter, das ist eine Besonderheit bei der PowerShot V10. Die hat einen eingebauten ND-Filter. Da kann man aber jetzt nicht erwarten, wenn man jetzt einen ND-Filter in der Kamera hat mit einem 1-Zoll-Sensor, dass man da nachher ein Bokeh-Monster zur Verfügung hat. Nein, es versucht ein wenig bei ganz hellen Szenen dadurch die 180-Grad-Regel halt einzuhalten, dass wir hier in meinem Fall jetzt auf 1/60 bleiben können. Und ob das sinnvoll ist, ob das erforderlich ist, das ist wahrscheinlich eine Sache, die relativ aufwendig war, weil da ist wirklich ein ND-Filter eingebaut, der sich vor die Linse schiebt und nichts Digitales oder runtergerechnetes. Von daher wahrscheinlich sehr aufwendig in der Produktion, aber von der Sinnhaftigkeit kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann den hier mal anmachen. Wie gesagt, ihr seht, dass die Kamera relativ schnell nachregelt, die Helligkeit. Ich kann den ausmachen oder der Kamera halt die Intelligenz überlassen, das ein- oder auszuschalten. Wenn ich halt mich mit solchen Sachen nicht beschäftigen will, dann habe ich einen Weißabgleich. Wenn die Kamera mal komplett daneben liegt, kann ich hier noch Tageslicht, Schatten, wolkig, künstlich und so weiter, wie es halt bei Canon üblich ist, entsprechend manuell einstellen, um ein perfektes Weiß aus der Kamera rauszubekommen, beziehungsweise meinen Look über den Weißabgleich ein wenig zu bestimmen. Gehen wir mal auf Reiter 3, da haben wir Autofokus-Methode, und da haben wir bei der Kamera 2 zur Verfügung, und zwar die Gesichtserkennung, die kennentypisch halt auch sehr gut funktioniert. Ich hatte es gerade ja erwähnt, sie hat den Digi
X-Prozessor, der auch relativ flott unterwegs ist. Da funktioniert das ganz gut und ich habe hier einen festgelegten AF-Rahmen, den ich einstellen kann. Ich kann das hier mal darstellen und ich kann den dann halt entsprechend einstellen, um dann halt meinen Fokuspunkt zu setzen, ob das jetzt ja so viel Spaß macht, das nicht damit. Also ich würde sagen, für Vlogging ist immer das die Wahl des Autofokus. Von daher kann man das gerne so machen. Ja, Movie-Selbstauslöser kann ich machen. Ja, wie auch beim Fotografieren halt. Digitaler IS. Ich habe leider nur einen digitalen Bildstabilisator in der Kamera drin, den ich auf einsetzen kann oder auf erweitert. Leider kroppt die Kamera natürlich dadurch ein bisschen rein. Wir haben 90 mm Brennweite, das ist sehr weit. Durch den IS wird es ein bisschen enger wieder. Ich blende euch das hier nochmal ein. Das ist eine Aufnahme, ja, ganz ohne IS, am langen Arm halt. Volle Brennweite, 19 mm. Ihr merkt, es wackelt ein wenig, aber ja, sollte eigentlich gehen. Das ist eine Aufnahme mit dem internen Bildstabilisator, also dem digitalen, weil einen optischen hat sie ja nicht. Auf der einfachsten Stufe ist schon etwas ruhiger. Bei der Brennweite sollte es auch schon fast ohne gehen, aber ich denke mal, auf der einfachen Stufe ist man auf jeden Fall gut bedient. Auch von dem Kopffaktor, wir sind ein bisschen näher dran, ist das alles noch bei meiner Armlänge zu ertragen. So, zu guter Letzt, Thema interne Stabilisierung. Jetzt nochmal im erweiterten Modus. Ihr seht, ich bin nochmal näher dran, also noch höherer Kopffaktor. Und ja, Bild deutlich ruhiger natürlich. Ob das sein muss, ob einem das vielleicht schon zu nah dran ist, muss man selber für sich entscheiden. Ich denke, aus bzw. auf der einfachen Stufe ist das schon ganz ordentlich. Aber in manchen Situationen, wenn man halt unruhig läuft oder ein bisschen schneller unterwegs ist oder andere Situationen, kann es durchaus Sinn machen. Das müsst ihr aber auf eigenen Geschmack dann entsprechend einstellen. Hier gibt es noch die automatische Wasserwaage. Die hält den Horizont gerade, wenn man die Kamera so halb kippt, dann ja, da versucht die das Bild halt wieder zu nivellieren, digital in der Kamera. Schließt aber aus, dass er den internen Bildstabilisator verwendet. Also da müsst ihr euch entscheiden, was euch lieber ist. So, das deaktiviere ich wieder. Ihr könnt einige Hilfsmittel einblenden. Seitenverhältnis markieren, Display spiegeln, Standby Low Res, also Low Resolution beim Standby ist wichtig, wenn man da extern was aufzeichnet, dass das aus ist, und HDMI-Anzeige, da könnt ihr halt Clean HDMI einstellen, beziehungsweise das so lassen, wie ich das jetzt gerade habe, um anderen Leuten hier mehr per Aufnahme die Menüs zu präsentieren. Wiedergabemenü, ihr habt das ja, Standard-Einstellmenü, was man kennt, alles ja, im Standard ist. Ihr habt hier eine Spezialität. Ihr könnt die Funktaste, Blitztaste, Funktaste einstellen, was ihr da drauf belegt haben wollt. Ich zeige euch die Taste nochmal hier oben. Die könnt ihr damit einstellen, was ihr da im Detail für eine Funktion drauf haben wollt. Autofokus-Modus, viele gibt es nicht. Kann man aber damit einstellen, ganz praktisch. Ja, und da gibt es hier noch die Möglichkeit, halt die USB-Verbindungs-App zu wählen, halt was passiert, wenn ich per USB die Kamera anschließe. Möchte ich hier streamen, die Kamera also als Webcam nutzen oder als Fotoimport, heißt nichts anderes als, ich möchte die Kamera als Speicherkartenleser nutzen. Ja, relativ rundes Programm, einfaches Programm, wie gesagt, immer mal wieder vor Augen halten, auch für mich selber. Das ist eine Einsteiger-Vlogging-Kamera, die liegt im Moment bei ca. 420 Euro. Das ist ein angenehmer Preis und ich finde, wenn man sich da wirklich mit dem Filmen, Vloggen auseinandersetzt und kein Fotonerd oder Videonerd ist, so wie viele hier auf meinem Kanal, dann ist das eventuell
genau das Richtige für euch. Ich habe hier auch noch eine kleine Spezialität und ihr habt es ja gerade schon gesehen. Ich zeige euch das hier nochmal. Ich habe hier so Magneten aufgeklebt, die sind nicht original, weil ich habe hier noch so Windpüschel. Ne, wenn man es dann halt, wenn man halt öfter mal draußen unterwegs ist, kann man dann halt hier solche Windpüschel drauf machen. Ihr seht schon das Problem ein bisschen. Das Ganze hängt schon so ein bisschen vorm Display, aber das ist letztendlich nur zur Kontrolle einigermaßen, um sich da zu erkennen, ob man da im Fokus ist. Das geht meiner Meinung nach trotzdem ganz gut. Die sind, ja, wo ihr seht, das geht sogar auf dem Display, das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber das sieht ganz locker fluffig aus. Ich weiß nicht, inwieweit die, wenn man die mehrfach in die Hosentasche steckt und rauszieht, ob die dann irgendwann mal drin bleibt. Bei Magneten habe ich oft das Problem, dass die halt magnetisch sind und dann irgendwo mal dran haften bleiben, wo sie nicht dranbleiben sollten und dann halt auch da dranbleiben. Und ja, in diesem Vlogging-Kit ist aber noch eine Spezialität. Ihr seht, wir haben hier an der Kamera einen Stativanschluss und ich habe das jetzt hier schon daneben gelegt. Zack. Hier haben wir noch von Small Rig, gerade noch erwähnt, ja, ein Cage. Da kann ich die Kamera halt hier entsprechend reinschieben. So, genau. Und einhaken. Das sieht dann so aus. Oh, Entschuldigung. Und ihr seht dann, habe ich hier erstmal ein bisschen Schutz drumherum, weil das ein bisschen aufträgt. Und ich habe hier zusätzliche Stativanschlüsse. Hier unten auch den vorhandenen noch. An der Seite. Da sind auch noch zwei Cold Shoe Adapter bei, wo ich dann entsprechend halt mal eine Lampe oder ein externes Mikro nochmal dran befestigen kann, die Kamera halt noch auf Stativ stellen kann, weil hier geht dann natürlich das Eingebaute nicht mehr wirklich raus, doch, da komme ich doch noch dran, aber ne, das geht dann auch noch, könnt ihr das Ganze halt entsprechend weiter nutzen. Ja, so sieht das Ganze dann aus und ja, wenn es mal es viel nutzt, sollte man es auch noch schützen, auch noch eine Silikonkappe dabei, um das Ganze halt vor äußeren Einflüssen zu schützen. Und ja, das ist halt das runde Paket einer Canon PowerShot V10 Vlogging-Kamera aus dem Hause Canon. Und wie gesagt, ich musste mich auch ein bisschen erst, ja, wenn man viel mit Kameras unterwegs ist, so wie wir teilweise, wir haben hier R5, R3, R7, R10 und was auch immer mittlerweile alles am Markt und beschäftigen uns damit, können natürlich auch filmen in den verschiedensten Auflösungen, aber es gibt natürlich auch noch viel rechts und links und das darf man manchmal nicht verpassen und ich weiß selber, wie es manchmal ist, ich bin jetzt zwar im Mac-Umfeld unterwegs, kann natürlich hier mich mit meinem iPhone filmen per AirDrop, auf meinem MacBook die Videos draufpacken, aber es gibt vielleicht auch einige unter uns da draußen, die eventuell einfach ganz einfach die Speicherkarte altgedient rausnehmen wollen, in ihren PC reinstecken, die Videos zusammenhauen und dann ihr YouTube-Video produzieren wollen. Und ja, da bringt das Ding schon eine relativ super Qualität mit sich. 4K 30 sollten da auch reichen. Der Preis von 430 Euro im Moment, Straßenpreis, ist natürlich auch noch überschaubar. Und ja, für Leute, die eventuell nicht so viel Wert legen auf ein technisch ausgereiftes Handy oder auf ihrem Handy das vielleicht auch gar nicht nutzen dürfen wegen Diensthandyverordnung oder was es da auch alles gibt, da ist das hier eventuell eine nette Alternative, wenn man da ins Vlogging einsteigen will. Ihr kennt das, wir haben ja noch einen Nachbarkanal, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise unser Campingtagebuch. Und ja, meine Familienangehörigen sind vielleicht auch immer mal wieder gerne mit sowas unterwegs, anstatt das mit dem Handy zu produzieren. Und die Kinder haben halt auch nicht die besten Handys. Da kann man dann auch eventuell sowas mal denen in die Hand drücken. Das soll es zur Canon PowerShot V10 gewesen sein. Interessantes Produkt. Ich wirklich finde die, ja, die, den Formfaktor quasi auch sehr interessant.
Schaut euch das mal an, wenn ihr sie irgendwo mal in der Hand bekommen könnt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, sowas mal öfter einsetzen zu müssen. Das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze war so ein bisschen, ja, nicht erleuchtend, aber konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkeln zu dieser Kamera bringen. Einige hatten ja schon mal gefragt, was dann da überhaupt mit möglich ist. Wenn euch das Ganze geholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, ihr kennt das. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem der nächsten Videos wieder begrüßen dürfte und sage Tschüss, bis dahin.